herzlich, ups. Hey, ich habe viel nachgedacht in letzter Zeit über den ganzen Kram mit Saul, über Mitch und Skorpion, über die Familie, die ich hatte, die ich verloren habe, Flassen. Ich dachte nicht, dass es alles so kompliziert sein würde. Ich verstehe nicht, was mit dir los ist. Ich bin hier in der Stadt und kann machen, was ich will, aber scheiße, ich bin wirklich frei. Wenn ich mein altes Leben nur hinter mir gelassen habe, weil nicht alles so war, wie ich es wollte, dann laufe ich doch nicht immer bloß davon. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht hat er mit recht, du solltest zurückkehren. Vielleicht solltest du zurückkehren. Das ist alles für einmal. Das ist alles ein für alle Mal geklärt. Und selbst wenn, was ist mit Saul? Ich kann nicht ändern, was ich von ihm halte. Also bitte halt dich, Alter, hätte mir keine Vorträge überkommen. Oh, Misse, Alter. Das wollte ich nicht, aber glaub mir, Mann. Man kann auch mit jemandem leben, mit dem man nicht immer eine Meinung ist. Das klingt vielleicht cheesy, aber stimmt, das wirst du schon sehen. Ah, erstmal Koks. Ich muss sagen, ich weiß leider nicht mehr, wo mein Zimmer ist. Umso enttäuschender ist es. Welchen Zimmer wohne ich denn nochmal? Das ist wahrscheinlich eines der Zimmern, die... Genau, die eine Skizze von mir haben. Ah, Geld. Ah, Home. Neuer Tag, neues Glück. Wieder nicht hell. Können wir nochmal warten? Ah ja, perfekt. So, 24 Stunden. Aha. Die Parade wird bald beginnen. Ich warte, wo wir vorhin waren. Bei den Ständen? Handel dir nur kein Ärger ein. Rutsch, mein Gott. Ja, ich habe gehört, für viele Nebenquests muss man zum Beispiel auch irgendwie erst gefühlt nach Abschluss der Quest 48 Stunden vergangen sein, in-game und so. Das ist ja nichts besser als das. Ich bin da. Elf. Schön am Essen. Nee, gerade rechtzeitig. Nicht springen, es gibt immer noch Hoffnung. Goro, wenn du springen willst, denk dran. Es gibt Hotlines für solche Situationen. Das ist nicht witzig. Die Parade beginnt bald. Ich habe auch alles Daten angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Zum einen funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe, sollte leicht sein. Der zweite ist schwierig, weil es klettern muss. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Kosamos Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sind. Wenn sie dich sehen, peng. Bye bye. Falls das gefährlich klingt. Denk dran, dass ich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Bett
Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Yes. Für solche Jobs immer. Der Plan ist richtig scheiße. Und trotzdem bin ich hier. Ich weiß. Dafür danke ich. Danke mir, wenn's vorbei ist. Jetzt geh auf Position. Also gut. Warte auf mein Zeichen. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf, Guru. Etwas später. Maria! Bin in Position. Wagen fahren jetzt los. Sei vorsichtig, sonst schicken sie Arasaka. Ich habe einen Netrunner in der Arasaka-Uniform gesehen. Er steckt sich hin. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Bin dabei. Mal vorbei. Du bist nah dran. Er ist gleich vor dir. Er hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Versuch. Zip. 55. 1C, 1C, BD. Nächstes ist die mittlere Anzahl. Achtung, alle Einheiten. Verdächtige Aktivität im Sektor 13. Wertiger Junkie beim Ballonstand. Kümmert euch drum. Patrouille, Position halten. Abbruch! Ist nur ein Krankenhaus. Holt euch den Junkie! Goro, ich hab den Näheren erledigt. Jetzt spring auf den Balkon mit dem grünen Pfeil. Den Fahrstuhl. Geh über die Brücke. Geh auf die Arme. Ah, Moment. Ich finde hier nice Waffen. Sturmgewehr. Ja, macht ein bisschen mehr Schaden, warum nicht? Okay. Bist du bescheuert? Die haben Tom umgebracht und drücken seine Leiche einfach nee, das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir weiter zuhören können. Noch einmal, die Sicherheit ist unzulänglich. Sie erfüllt keiner unserer Normen. Osama sollte nicht hier sein. Stellst du Yorinobus Befehle in Frage? Mach deinen scheiß Job. Genau wie erwartet. Oder ist hier. Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß. Hey, die Robosau kenne ich. Adam Hackfresse Smasher. Der dich umgelegt hat? Der Typ, der dich gekillt hat? Typ? Der Wichser ist kaum noch Mensch. Aber weißt du was? Gut, dass er hier ist. Warum gut? Ich bin schon in der Welt ohne Saburu aufgewacht. Muss ich halt mit Smasher Vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen? Du hast doch nichts zu verlieren. Okay, okay. Dann eben wir. Dein Finger am Abzug, schon klar. Versuch, Wartungsbereich zu erreichen. Von dort kannst du hochklettern.
möchte dann aber schon ein Leap of Fate von ihm sehen. Also, mindestens. Das Ding sieht nicht gerade stabil aus. Sicher, dass Tamura, der nicht ich wäre fast gestört. Sie eingebaut hat. Sei vorsichtig, du darfst nicht auffallen. Ich bin nicht mehr gespeichert. Habe ich doch gesagt. Irgendwie musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Was? Aufwand, ich glaube, diesen Scharfschützen ranzukommen. Nur noch ein paar Meter. Okay, ich sollte jetzt eigentlich Luftattacken machen können. Und doch hast du. Pass doch auf! Easy. Wahrscheinlich alles Stealth. Verstand. Scanne das Gebiet. Zip. Ach, das haben sie ja so gemacht, ne? Ach, scheiß drauf. Komm. Dachte ich jetzt aber so eine Reihe durch, aber ich muss jedes Mal die Reihe wechseln. Hä? Ich war dumm? Bitte nicht darauf antworten. So, 55. Keine Möglichkeit. 50. E5. 1. So. Weiter mache ich nicht. Wie heißt es so schön? Ziel erledigt. Das hört man gern. Das hört man gern. Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist bald oben. Ich gebe Bescheid. Wie? Oder spricht wieder? Hört zu. Mitteilen, dass die öffentliche Sicherheit gefestigt. Sie muss hier raus. Hörst du das? Sie wissen etwas. Vielleicht wie? Ich glaube, ich starte aber ein bisschen nochmal neu. Zwar leider nicht so sehr. Ich habe nicht erwartet, dass sie unter diesen Treppen aussteht. Das muss ich zugeben. Das hört man gern. Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist
Ich gebe Bescheid. Wie? Oder spricht wieder? Hör zu. Mitteilen, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Sie muss hier ab. Sofort. Arasaka ist problemlos in der Lage, seine Leute zu schützen. Frag deinen Boss, was ihm nicht reicht. Alles ist unter Kontrolle. Over and out. Hörst du das? Sie wissen etwas. Vielleicht viel. Wir müssen uns beeilen. Aha. I'm working on it. Nach vorne geschossen. Versuch den Wartungsbereich zu erreichen und dort kannst du hochklettern. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du über die Brücke zu deiner Rechten. Achte auf die Wagenjets. Halt den Kopf unten, sonst wirst du gebraten. Dem an diesen Korn heiß. Die Rohre sehen stabil aus. Lettere daran hoch. Ich kann hier nicht rennen auf den Stufen, falls ich das. Wie ist es mir öfters versperrt? Vorsicht, das ist eine Baustelle. Wir wollen nicht, dass die Arbeiter alarmiert werden. Alter, das ist knapp. Wir machen das hier komplett stealth, Leute. Bruh, Alter. Dass er jetzt da nicht hochgesprungen ist, ist so deprimierend, Alter. Ich sehe es gerade hier unten am Hochalarm. Ach Mann, ey. Wenn sie einfach da hochgesprungen wäre, statt wieder an dieser komischen Seite abzubouncen. Ist ja so angenehmer. Kann ich jetzt nicht aber hier wegsnipen. Hat sich halt umgedreht. Auf der
Doktor. In der weißen Jacke. Herz an Basis. Warum reagieren zwei Posten nicht? Wurden sie abgezogen? Sie sind tot. Das wäre erledigt. Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Ein Problem bleibt noch. Und zwar? Arasakas Netrunner. Sie hat die Kontrolle über alle Netzwerke. Über alle Netzwerke. Ah, so können wir auch. 1C. Ah, mal hier. Ne, macht keinen Sinn. Ich müsste ja bestenfalls mit den 55 anfangen. Ah, ist sogar hier, oder? 55, 1C, 1C. Nur noch BD. Haben alle drei hier? Leck mich am Arsch. Du musst sie erledigen. Sonst können wir den Wagen nicht übernehmen. Sie versteckt sich in einem unfertigen Wohnhaus in der Nähe des zweiten Schützen. Okay, bin unterwegs. Warum nicht so viel Stuff, als das wie so ein Bosskampf? Sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.